Lampen rein, Licht an, Erleuchtung. Moin Handwerker, ich grüße euch. Ja, ich wollte euch heute wieder einladen zu einem neuen Video von mir, worum geht es um Wandnischen. Ich habe schon mal ein Video gemacht über die Knauf-Wandnischen. Die habe ich dann in einem Kniestock, in einem Drempel eingebaut. War auch ein sehr detailliertes Video, aber halt in einem kleinen Drempel bzw. Kniestock. Hier sind wir jetzt in einem Badezimmer. Das wird komplett neu aufgebaut mit Fliesen, mit allem Möglichen und unter anderem auch ein Wandnischensystem von Knauf, das ich hier mit euch installieren möchte. Wir haben hier eine große Vorsatzschale. Was wird hier an dieser Wand passieren? Hier kommt halt ein Spiegel in eine Nische rein, also eine große Nische. Hier kommen kleine Nischen auf die linke Seite und auf die rechte Seite kommen auch Nischen rein. Ja, das wollte ich halt mit euch zusammen machen. Also es wird sehr, sehr interessant. Ich muss die auch kürzen. Die kann man auch kürzen. Die haben ja eine gewisse Tiefe und man kann die halt, wie man es möchte, kürzen. Bis auf einen Abstand, bis auf eine Tiefe von 18 cm. Tiefer geht nicht oder soll man nicht, laut Aufbauanleitung, Montageanleitung von Knauf. Und auf der anderen Seite habe ich eine Vorsatzschale. Das kann ich euch auch jetzt gleich mal zeigen. Da wird das auch gemacht, da kommen auch zwei Nischen rein. Es gibt also ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man mit diesen Nischen machen kann. Es gibt verschiedene Größen mit Türen, mit Glasböden, mit Glastüren. Also alles Mögliche kann man damit machen, dass es einem gefällt. Also unzählige Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, hier habe ich eine Vorsatzschalenwand. Hier hängt ein WC dran. Die ist oder muss doppelt beplankt werden. Deswegen stehen jetzt hier die Profile mit der ersten Beplankung auch bündig, weil die zweite Beplankung drüber geht. Die Vorsatzschalenwände mit den Nischen werden immer nur einmal beplankt. Deswegen nehme ich dann auch hier die Diamantplatte. Die Diamantplatte, wisst ihr oder sage ich euch nochmal, ist halt für Brandschutz, die ist für Schallschutz und die ist auch für Feuchträume geeignet. Deswegen ist das eine Allround-Platte und die können wir überall nehmen. Und weil die so eine dichte Masse hat, ist die also auch ziemlich schwer und robust. Also die ist viel stabiler als wie jetzt so eine grüne GKBI oder eine GKB. Deswegen verwende ich die hier für dieses Wandnischensystem, dass da auch wirklich nichts passiert, weil nur einmal beplankt wird. Und deswegen ist jetzt hier dieses Profil bündig und das sehen wir uns auch zusammen an. Hier kommt eine Nische von 60 cm rein, zwei Stück, zwei Nischen von 60 cm und als Höhepunkt kommt in die Nischen auch noch ein Beleuchtungssystem rein, also eine LED oder zwei je Kiste. Je Nische, dass es auch schön beleuchtet wird. Deswegen sind da auch Glasböden drin, dass das Licht von oben auch komplett durchscheinen kann bis unten hin. Ich denke mal, das wird ein interessantes Projekt. Ich bin selber gespannt. Ihr seht, wie es hier aussieht. Also es ist noch ein bisschen Arbeit. Ja, ich hoffe, das geht auch ein bisschen mit dem Gegenlicht, weil wir haben hier ein großes Glasdach. Und da könnte es manchmal ein bisschen Probleme mit dem Licht geben. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie gehen. Ihr seht, ich habe hier schon angefangen, das Rohgestell mit C-Profil und U-Profil zu stellen. Ist U75 und C75. Ihr müsst auch das C75er Profil für diese Wandnischen nehmen, was anderes geht nicht. Ich kann euch nachher dann auch zeigen, warum, weil da sind halt zweimal eine Nut reingeschnitten und da kommt genau dieses 75er Profil rein. Das ist genau passend dafür, deswegen geht das nur mit 75er Profil. Ihr müsst halt wissen, wo möchtet ihr die Wand hin haben, egal ob es jetzt hier an dieser Badezimmerwand ist oder ob es im Wohnzimmer ist, egal wo. Ihr müsst halt gucken wegen der Tiefe, also wie schon anfangs erwähnt, ihr müsst mindestens 18 cm von der Vorderkante der Wand nach hinten rein haben.
Weil es geht darum, dass da vorgebohrte Löcher sind und da müssen auch anschließend, um den Korpus zusammenzuschrauben, auch die Schrauben rein. Und deswegen brauchen wir die 18 cm. Und diese Vorbohrungen in diesen Platten sind gegeben und wenn man die selber noch ändern will, das ist nicht so einfach, weil die sind wirklich hundertprozentig gebohrt und wenn man das selber macht, dann muss man halt so eine Standbohrmaschine haben, geht, aber ist sehr, sehr aufwendig und ist halt auch nicht vorgesehen. Von daher, also diese 18 cm nach hinten rein müssen gegeben sein von der Vorderkante Platte. Man lässt aber besser immer so einen Zentimeter Luft oder wenn es geht sogar noch ein bisschen mehr hinter dieser Nische, weil die Wand kann auch sein, dass die irgendwo reinfällt und dann passt das am Ende nicht und könnte Ärger geben. Deswegen immer ein bisschen Luft lassen, am besten so 2 cm Luft dahinter, wäre dann schon am allerbesten. Die Konstruktion habe ich jetzt hier schon vorgefertigt, also einmal rum, mit dem Laser aufgestellt, angerissen, Profile befestigt. Wie ihr die befestigt, ist eigentlich egal, mit Dübel, mit Schrauben, wie es am besten ist, dass es auch richtig hält. Und dann kann man langsam aufbauen, die Einteilung zu machen der Nischen. Wo sollen die Nischen hin? Weil es geht dann um die Aufteilung der Profile. Weil es muss jeweils immer ein Profil rechts und links neben dieser Nische sein, wo dann diese Nische dran befestigt wird. Deswegen muss die Aufteilung so sein, dass man halt jedes Mal, wie schon gesagt, rechts und links ein Profil daneben kriegt, damit die Kisten eine richtige Festigkeit haben und überhaupt montiert werden können. Ja, ihr seht, ich habe hier schon was vorbereitet, mir einen kleinen Tisch gebaut. Ein Teil der Nische habe ich auch schon dran geschraubt mit den Schrauben. Ihr müsst halt immer drauf gucken, dass die Fräsung, die Nut, immer natürlich gleich ist. Wenn ihr das gekürzt habt und das Maß ist 40 x 60. Die Rückwand hat auch 40 x 60. Also ihr könnt euch eigentlich nichts vertun beim Zusammenschrauben. Die kommt nachher auf die Rückseite drauf, wird verschraubt. Hier sind auch alles vorgegebene Löcher. Da braucht ihr noch nicht mal zu messen. Das ist dann optimal. Und gleichzeitig gibt die Rückwand euren Nischen den rechten Winkel, dass sie auch wirklich hundertprozentig im rechten Winkel sind, weil die Platte so geschnitten ist. Und wenn man das drauflegt, hat man halt hier bündig, an den Seiten auch bündig, überall. Und dementsprechend wird die Rückwand dann draufgeschraubt und die Kiste ist wirklich hundertprozentig rechtwinklig. Mit der Nut nochmal, wenn ich die Wandnische jetzt so montieren würde, kommt hier das Profil rein. Das ist dann durchgehend. Dadurch, dass ich es aber hochkant, also auf die 60 Höhe montiere, ist hier unten die Nut nicht durchgehend. Und diese Nut muss nachher noch weggeschnitten werden. Das kann man entweder mit einer Handsäge, also mit einem Fuchsschwanz, oder man kann es auch mit der Stichsäge, wenn man ein bisschen geübter ist. Ich mache es mit der Stichsäge. Diese nachher rausschneiden, weil das Profil durchgeht. Also egal wie, entweder so, dann ist es durchgehend, klar, dann stört nichts. Und so stört natürlich dann hier unten die kleine Kante und die muss dann weggeschnitten werden. Aber jetzt geht es erstmal um das Zusammenschrauben. Das ist eigentlich ganz einfach. Eine ebene Fläche, wo ihr das wirklich gut drauflegen könnt. Dann auf jeden Fall beim Zusammenschrauben darauf achten, dass die Nut wirklich überall auf der richtigen Seite ist, weil wenn sie jetzt so montiert würde, ist die unten und die anderen sind oben. Da müsst ihr dann drauf achten. Ebenen Untergrund, Akkuschrauber, schon ein bisschen bündig halten, aber durch die vorgebohrten Löcher da drin braucht ihr euch da auch keine Gedanken zu machen. Das ist dann schon, ja, es rutscht halt richtig rein in das vorgebohrte Loch. Da braucht ihr keine Angst zu haben, dass das irgendwie schräg würde oder so. Aber natürlich trotzdem den Daumen mit dran halten. So. Das nächste.
auch oben. Ihr habt hier oben auch so eine kleine Kante. Und diese kleine Kante ist immer die Vorderseite. Und die glatte Kante, die natürlich abgeschnitten ist, ist die Hinterseite. Deswegen müsst ihr da auch unbedingt darauf achten, beim Abschneiden oder beim Kürzen der Bretter in der Tiefe, dass diese kleine Kante, die kleine Überhöhung, die hier oben drauf ist, immer die Vorderseite ist und die darf nicht abgeschnitten werden. Dann habt ihr echt ein Problem und dann passt das Ganze nicht. Also das ist wichtig. Ja, es gibt immer so tausend Sachen, die man zwischendurch noch sagen kann, wo man dann so gar nicht dran denkt und das kommt dann erst im Laufe des Videos. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht den hundertprozentig richtigen Bit da drauf. So. Dann drehe ich mir das hoch. Fühle wieder mit dem Daumen, dass es auch bündig ist, obwohl es sich reinrutscht. Aber sicher ist sicher. Nächste Schraube. Nochmal fühlen mit den Fingern. Ist alles bündig. Sehr gut. So, auf die Rückseite. Die Rückseite nach oben. Und jetzt passt auch schon unsere Rückwand drauf. Ihr seht. Es gibt da kein vorne, kein hinten. Die können da eigentlich rumdrehen, wie ihr möchtet. Ihr könnt ja mal gucken, ob eine Beschädigung oder so innen ist. Dann kann die natürlich nach außen zeigen. Also hier habe ich jetzt so kleine Striche drauf. Kriege ich jetzt auch so nicht ab. Also setze ich die nach außen. Gucke, ob das auch alles richtig passt hier. Sehr gut. Passt alles. Dann können wir mit den Grobgewindeschrauben, müssten 35er sein, ich messe aber noch mal, ja, 35 mm grob, eine Ecke bündig anhalten. Gut. Dann mache ich immer die andere Ecke. Die müssen auch nicht voll versenkt werden, also gut fest. Das spürt man ja oder das merkt man. Und so könnt ihr dann wirklich alle vorgebohrten Löcher in der Rückwand einmal komplett ausschrauben oder vollschrauben. Die Schrauben dann aber auch gerade ansetzen. Sie haben zwar eine Führung durch die vorgebohrten Löcher, aber trotzdem dann natürlich nicht hier so schräg ansetzen. So, alle Schrauben sind drin, die sind nicht voll versenkt, sondern so halt, wie gesagt, dass sie gut packen, weil wir wollen ja nicht, dass hier oben die Platte platzt oder so, einfach nur ansetzen. Man sieht es sowieso nicht, weil es halt die Rückseite ist, da guckt nie wieder ein Mensch hin. Ja, macht wirklich einen stabilen Eindruck. Das ist unsere erste Nische und so werden auch alle anderen Nischen zusammengebaut. Also genau so. Und halt nur darauf achten, mit der Kante, das ist unsere Vorderkante, die sieht man, beziehungsweise da wird nachher noch drüber gespachtelt mit Band. Und hier kommen die Profile rein und wir schneiden jetzt noch hier diese Zapfen raus. Ihr seht, die sind hier drin, da,
Und das muss natürlich noch weg, weil hier unser Profil drin läuft und da würden die natürlich stören. Hier jetzt nochmal zu den Zapfen. Das hier muss weggeschnitten werden, damit diese Nut durchgängig sein kann, weil hier das Profil reinkommt. Ich habe es jetzt hier mit der Stichsäge, mache ich das jetzt. Ich setze dann einfach die Stichsäge an. Und ihr seht, jetzt ist es durchgängig. Das ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt nicht hier hundertprozentig sauber ist. Hier ist jetzt auch ein bisschen weggeplatzt, weil das ist alles hinter der Beplankung. Die Beplankung ist hier vorne und das sieht man alles nicht. Ihr müsst nur sehr aufpassen, wenn ihr das mit der Stichsäge machen solltet, dass ihr natürlich nicht zu tief schneidet. Wenn ihr dann durchs Brett schneidet, dann ist natürlich von der Innenseite, die Sichtseite, natürlich was kaputt. Ja, und so geht das dann und so macht ihr das dann an allen vier Kanten, wenn ihr sie hochkant einbaut. Ne? Logisch. Zwei Nischen habe ich jetzt schon zusammengebaut, hier für die linke Seite. Die Aufteilung ist natürlich euch überlassen, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich erkläre euch kurz meine Aufteilung. Ich lasse hier 10 cm, dann kommt die Nische von 40 cm, dann wieder 10 cm Platz dazwischen, dann wieder eine Nische, die Spiegelnische von 80 cm, wieder 10 cm Platz. Und dann kommt wieder ein Nischensystem auf der rechten Seite. Und dann habe ich wieder 10 cm Platz. Weil die Platte, die hier kommt, mit einem Aufsatzwaschbecken, hat genau 2 Meter. Und so schließen dann die Nischen mit der Platte ziemlich bündig ab, sodass rechts und links jeweils diese 10 cm entstehen. Und so ist das dann aufgeteilt. Aber wie gesagt, wie ihr das aufteilt, ist natürlich euch überlassen. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier noch ein Profil daneben gemacht, wie ihr das jetzt hier seht, dass ich diese 10 cm erreiche. Ich hätte jetzt auch direkt hier an das Profil dran gehen können, was hier an dieser Wandscheibe dran ist, aber ich möchte ja die 10 cm haben. Es ist dann eigentlich ganz einfach. Es sind solche Haken dabei. Ich nenne sie mal Haken. Hier seht ihr. Mit der jeweiligen Schraube, die von innen eingeführt wird und der Haken wird hier einfach lose draufgeschraubt. Und das Prinzip finde ich persönlich also wirklich super. Ihr braucht dazu eigentlich nur einen Akkuschrauber oder einen Handschraubenzieher, Handschraubendreher. Dann wird das einfach mit der offenen Seite, ist das Profil jetzt hier drin. Das wird einfach so eingeklickt, klack und klack. Wir bringen das auf Höhe, so wie wir es haben wollen. Ich mache die jetzt einfach mal hier so dran. Einmal da und einmal da. Das war's schon. Weil der Haken greift hinter das C-Profil. Und durch die Schraube ziehen wir das C-Profil bzw. den Haken gegen das C-Profil. Und ihr seht, das ist schon jetzt schon mit einem Profil hängt das schon. Und so schneller kann es gar nicht gehen. Und das könnt ihr jetzt auf die Höhe einteilen, wie ihr wollt. Die Schraube wieder ein bisschen losmachen, runterrutschen oder hochrutschen. Profil muss natürlich gerade stehen, ist klar. Und durch die Beplankung nachher wird das Ganze total fest. Also da bewegt sich nichts mehr. Vor allen Dingen dann mit der Diamantplatte. Und ja, wegen der Höhe habe ich mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht. Aber ich mache jetzt mal die Einteilung und dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, ich möchte euch nochmal kurz zeigen, wie ich das mache mit der Schiene und Kreissäge. Also ich habe hier eine Führungsschiene
und benutze immer eine Akkukreissäge, die Flex CS62. Also die ist schon richtig kräftig und schafft sowas mit links. Ihr müsst nur immer darauf achten, dass ihr wirklich auch ein gutes, scharfes Blatt drauf habt, also kein stumpfes. Sonst könnt ihr so beschichtete Platten nicht richtig schneiden und die würden euch ausfransen. Also darauf immer gucken und natürlich einen anständigen Sauger dran. Ich benutze ja auch den Flex-Sauger, die M-Klasse, und die saugt dann wirklich alles weg. Ganz wichtig auch natürlich Schutzbrille. Ich weiß, wovon ich rede, also öfter schon Splittern in den Augen gehabt. Deswegen nur mit Schutzbrille und Gehörschutz. Und dann kann man auch schon einfach loslegen. Ah, ich muss den Sauger noch anmachen. Ihr seht, der Schnitt ist wirklich hundertprozentig sauber, gar kein Problem, das abzuschneiden, und so funktioniert. Ja, wir haben das jetzt ein bisschen umgeworfen hier. Wir machen hier links jetzt eine andere Nische rein, eine 80x40 und nicht die zwei einzelnen. Die zwei einzelnen kommen dann auf die rechte Seite und das teilen wir so ein bisschen auf. Aber das ist das Gute an dem System. Man kann es halt tauschen, wie man möchte. Und wenn man sagt, ach nö, ich will es doch ein bisschen höher, ein bisschen tiefer oder rechte Seite oder linke Seite, kann man alles damit machen, ist absolut kein Problem. Ihr seht schon, ich habe die jetzt einfach hier auch wieder so reingeklickt, hier ein bisschen festgeschraubt. Ohne dass das Profil hier schon dran ist, ist schon 100% in Waage. Voraussetzung ist natürlich im Lot. Voraussetzung ist natürlich, dass das linke Profil, wo es jetzt festgemacht ist, auch schon im Lot steht. Das rechte wird jetzt einfach hier drauf geklickt. Ich komme gleich mal ein bisschen näher mit der Kamera, damit ihr das auch genau seht. Und dann versteht ihr vielleicht auch besser das Prinzip. Die Profile selber, wenn die gestellt sind und auch wenn das jetzt drin ist, dann wird es entweder oben und unten gekrimpert oder man nimmt diese Profilverbinderschrauben, das sind diese kleinen hier, die sind super spitz und machen unten und oben noch zur Fixierung jeweils eine Schraube rein, damit es auch wirklich fest steht und nicht mehr verrücken kann, weil das sind Fixmaße, die müssen dann bleiben, damit die Kiste auch an der richtigen Position ist. So, das Profil ist jetzt natürlich auf Länge geschnitten, klar. Dann rein. Jetzt könnt ihr hier einfach das reinklicken. Drückt dann hier mit der Schraube einmal rein. Das Profil geht dann in die Nut rein. Deswegen auch oben und unten aufschneiden, je nachdem, wie ihr es dann montieren möchtet. Und dann einfach mit dem Akkuschrauber oder mit was auch immer festschrauben. Waage stimmt 100%. Und das war's schon. Halt die Kralle, zieht dann praktisch das Profil durch das C, also durch die Wölbung des Profils, einfach ran. Ja, und das ist jetzt bombenfest und dann passiert nichts mehr. Und die Schrauben werden nachher einfach zugespachtelt mit Uniflott und dann ist gut. Ja, das fixiere ich jetzt noch auf dem Boden am U und oben an der Decke am U. Ich kann mal runterschwenken, damit ihr das mal unten seht. Da. Hier habe ich die Schraube reingemacht. Und ihr braucht auch keine Angst zu haben, wenn die Platte da drauf kommt, dass das irgendwie durchdrücken würde oder so. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Platte drauf, die drückt sich rein, die Schraube, in die Platte.
und dann ist die auch weg. Oder halt mit der Krimperzange einmal krimpern, rechts und links, und dann passt es auch. Dann geht es auch weiter im Programm. Dann kommt oben drauf und unten drunter auch jeweils noch ein C-Profil. Das ist dann dafür da, dass die Platte hier auch festgeschraubt werden kann, damit die Wandnische auch richtig eingefasst ist, richtig Stabilität kriegt. Wie macht man das? Das Profilstück bzw. das C-Profil soll dann 1 bis 2 cm kürzer sein als die Breite, die hier ist. Also schneide ich jetzt hier, da brauche ich auch nicht messen, das können wir einfach so. Das Profil immer mit der Schere schneiden, nicht mit dem Winkelschleifer. Warum wisst ihr, oh, jetzt habe ich aber verdammt krumm geschnitten hier. Da muss ich nochmal nachschneiden. So. Weil es ist halt ein Korrosionsschutz auf den Profilen und durch die Hitze, wenn man das mit der Flex oder mit dem Winkelschleifer schneidet, dann ist es halt so, dass der Korrosionsschutz verbrennt und ihr habt dann keinen. Und gerade im Badezimmer ist es wichtig, dass das auch wirklich richtig gemacht wird, weil sonst rosten euch wirklich die Profile weg durch die Luftfeuchtigkeit. Die Ecken oben durch den Schnitt werden dann umgebogen, also wieder gerade gemacht, weil die ja hoch stehen vom Schneiden. Und sonst wird das halt hier unten nicht richtig in die Nut reinrutschen. Deswegen ist es wichtig, die Ecken auch richtig umzubiegen. Dann kommen ganz normal wieder unsere Clips drunter, so wie auch an den Seiten. Einmal hier. Ach nee, andersrum. Jetzt habe ich mich fast selber vertan. Einmal hier. Und einmal auf der anderen Seite. Es ist immer unterschiedlich. Manchmal sind 2 von diesen Clips notwendig. Jetzt hier an dem langen, an der langen Nische sind 3 notwendig. Also müsst ihr dann immer gucken, wie viele von diesen großen Löchern da sind, die hier vorgegeben sind. Und so viele Clips kommen dann auch rein. Dann auch einfach das Profil nehmen. Einklicken. Bisschen vermitteln, dass rechts und links ungefähr derselbe Abstand ist. Akkuschrauber. Und fest. Jetzt seht ihr das auch. Also hier können wir jetzt die Platte draufschrauben. Hier kann es auch festgeschraubt werden, weil das richtig fest ist. Und die Nische hat die richtige Verbindung. Das gleiche ist auch nochmal oben drauf. Das mache ich jetzt auch. Genau dasselbe Profil nochmal oben, damit da auch eine richtige Verbindung verschraubt werden kann. Ja, ihr könnt auch ab und zu mal überprüfen und auch beim Festschrauben, ob es wirklich in Waage ist und im Lot ist. Hier stimmt es jetzt wirklich 99%. So muss sein. Sieht klasse aus. Ja, Handwerker, hier seht ihr jetzt mal die andere Seite. Hier ist WC und hier habe ich jetzt links daneben, weil das ist eine freie Fläche und das wäre halt schade, wenn man den Platz vergeuden würde. Deswegen habe ich jetzt hier auch noch eine Nische eingebaut. Das ist auch eine 60er mal 40. Also Innenmaß ist dann 36 mal 60. Und die Nische kann man dann halt auch gut benutzen, für irgendwas reinzustellen. Hier hinten kommen auch noch LEDs rein, so dass hier die Kiste dann auch beleuchtet ist, die Nische. Ihr seht schon, wie auf der anderen Seite, können wir auch gleich nochmal hingucken, habe ich jetzt hier halt, wie gesagt, habe ich am Anfang schon mal erklärt, dass hier das Ständerwerk steht mit der Konsole für WC. Ein Profil daneben geschraubt, dass es auch eine feste Verbindung hat.
Und hier auf der Seite wird ja nur einmal beplankt. Und hier die Seite mit dem WC wird zweimal beplankt. Deswegen haben wir da einen Versatz drin. Mit der zweiten Lage laufe ich jetzt hier komplett drüber. Und dann kommt nämlich das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Dadurch, dass ich jetzt hier, weil das Treppenhaus ist ziemlich eng, deswegen habe ich hier die 60er mal 2 Meter Diamantplatten genommen und müssen dann einen Abstand der Ständer von 50 cm haben. Das habe ich jetzt hier auf der WC-Seite auch. Und hier wäre dann mein nächstes Profil. Deswegen muss man halt die Profile drunter und drüber auch klipsen, wie ich das eben schon mal gezeigt habe. Ich zeige euch das jetzt mal mit dem Zollstock. Also 0, 50 Meter. Hier ist jetzt ein bisschen Kuddelmuddel, aber das ist absolut egal. Das muss jetzt nicht genau auf 50 stehen, aber bei Meter sind jetzt hier sogar 2 Profile. Und bei einem Meter 50. Das heißt, hier hoch muss jetzt noch ein Profil und hier unten natürlich dann auch runter. Dass wir dann bei 1,50 Meter auch wirklich die Platte befestigen können. Und die Fläche ist länger. Ja, ist sogar genau bei 2 Meter, beziehungsweise bei 1,99. Also komme ich hier auf der Seite richtig genau hin. Wenn ihr dann die C-Profile drunter und drüber geklipst habt und die festgemacht habt, braucht ihr einfach nur noch ein 75er U. Das habe ich hier. Schere habe ich auch hier schon. Mach mir dann ungefähr dieselbe Breite wie das Profil, was ich schon befestigt habe. Schneid mir das. Und wie ich schon mal gesagt habe, ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, über diese Nischen. Und es kamen dann viele Sachen, ja, Kommentare, ja, kann ich doch selber bauen. Natürlich kann man. Klar, man kann alles selber bauen. Es kommt aber darauf an, wie ist der Zeitaufwand, wie lange braucht man für diese Nischen. Wenn ich die jetzt gebaut hätte, müsste ich hinten an der Wand auch eine dementsprechende Konstruktion machen, um diese Leibungen zu befestigen und irgendwie eine Rückwand dran kriegen. Man kann natürlich alles machen, klar, aber ich bin mit diesen Nischen hier so flexibel, halt, dass ich sagen kann, oder der Kunde sagt, ich möchte es doch ein bisschen tiefer haben. Und wenn ich dann die Konstruktion schon an der Wand habe, ja, was mache ich denn? Kann ich alles wieder abreißen und nochmal neu anfangen? Und deswegen ist das natürlich eine super Alternative, die Nischen so zu bauen, festzumachen. Ich kann so hochschieben, ich kann nach rechts und links. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn ihr dann das U75 geschnitten habt, kommt das einfach Rücken an Rücken hier oben drauf. Von oben 2, 3 Schrauben. Da nehme ich dann auch wieder die Profilverbinderschrauben. Die habe ich euch ja auch schon gezeigt. Das sind diese kurzen schwarzen hier. Ah, die Sonne, ne? Ja, diese kurzen schwarzen. Damit verbinde ich das einfach. Da ist dann auch nichts mit Krimpern oder so. Das muss dann wirklich geschraubt werden. Womit ihr das schraubt, ist natürlich euch überlassen. Also ihr könnt entweder diese Silbertex nehmen oder ihr nehmt diese Profilverbinderschrauben. So, hier habe ich jetzt eine drin. Wo habe ich jetzt die andere hingetan? Ah, hier. Dann die zweite. Fest. Dann messe ich mir einfach hier die Höhe. Das ist jetzt hier 1,03 Meter. Die Höhe auch, wie ich das schon immer erklärt habe in meinen Videos, die Profile immer 1 cm kürzer schneiden, damit die sich noch ein bisschen bewegen können, damit die Wand arbeiten kann. Und dann habt ihr das richtige Maß. Was habe ich jetzt gesagt? 1,03 Meter. Hab mir jetzt ein Profil vorgeschnitten. Ich gucke jetzt mal. Jetzt muss ich ja oben noch eine Schräge dran schneiden. Sieht man das im Bild überhaupt? Ja, da ist so eine Schräge. Hier oben schneide ich mir jetzt diese Schräge dran.
Ja. Steht jetzt hier genau auf meinem Maß, Mitte Profil. Gucke einmal mit der Wasserwaage. Und leider passt's. Ja. Seht ihr, und so habe ich jetzt den Zwischenraum über der Nische ausgefüllt mit Profil, so dass ich jetzt hier 1,50 Meter von der Wand festschrauben kann und dann auf 2 Meter. Das hier wird natürlich mit verschraubt, das ist ja die Halterung für unsere Nische. Und so müsst ihr das dann zu Hause auch machen, dass ihr halt die Einteilung immer, kommt auf die Plattengröße an, steht aber auch in der Aufbauanleitung, in welchen Abstand dann die Profile gesetzt werden müssen. Bei der 60er ist es halt alle 50 cm, wenn man sie quer nimmt. Unten mache ich das jetzt genauso. Das war es jetzt eigentlich schon auf der Seite hier. Ihr seht, das sieht jetzt ein bisschen viel nach Profil aus. Es ist aber gar nicht so viel, weil, wie gesagt, die Profile brauchen wir, um die Nische zu befestigen. Die brauchen wir, um die Platten, das Plattenmaß der Profile einzuhalten, alle 50 cm. Und das war es eigentlich auch schon. Die Seiten habe ich auch wieder befestigt, jeweils mit einer Schraube, bei dem auch unten und oben, dass sich das nicht mehr bewegen kann. Hier kommen, wie gesagt, auch noch LED-Beleuchtung kommt hier rein. Zwei Löcher werden hier geschnitten. Ich weiß den Durchmesser noch nicht. Dann kann man das zum Beispiel im Forstnerbohrer oder so schön ein Loch reinmachen, Lampen reingesetzt, dahinter jetzt in Ruhe das Kabel verlegen, so wie es sein muss. Man hätte jetzt hier auch noch eine Nische machen können oder die höher und hier eine. Aber ich glaube, das sähe dann ein bisschen überzogen aus. Das gefällt dem Bauherrn auch nicht so. Deswegen mache ich jetzt hier auch nur eine rein, obwohl eigentlich zwei geplant waren. Aber wir machen nur eine. Hier bin ich jetzt absichtlich mal ein bisschen weiter nach hinten gegangen, damit ihr die Fläche auch mal seht von der Seite. Also hier haben wir jetzt die Nische drin, hier ist der Spiegel drin und hier kommen zwei einzelne Fächer rein. Hier habe ich jetzt die Höhen noch nicht mit dem Bauherrn besprochen und das kann ich dann ganz einfach machen. Unterhalb wird gefliest. Hier kommt also ein Wasserhahn, der aus der Wand rauskommt. Und hier wird gefliest, das heißt, der Spiegelschrank geht natürlich jetzt noch höher. Und die zwei rechten Nischen können wir dann einteilen mit einem Mittelsteg, so wie es dann am besten gefällt. Das ist jetzt nicht einheitlich, aber das ist auch gewollt, dass es nicht so rechts die Nische, links genau die gleiche Nische und Mitte und oben genau gerade. Ist also gewollt, dass es ein bisschen verspringt auf der rechten Seite, vielleicht auch auf der linken, mal gucken. Und wenn die Einteilung gemacht ist, wenn man genau weiß, welche Höhe, wird es festgeschraubt. Ich mache dann hier oben drunter und oben drauf und unten drunter auch wie auf der anderen Seite, was wir gerade gesehen haben, auch die Profile, damit ich dann nach oben und nach unten auch wieder genau die Einteilung machen kann für die Profile bei 50 cm. Das ist natürlich dann, nochmal drauf zu sprechen, der große Vorteil bei diesem Nischensystem von Knauf. Ich habe hier die Aufbauanleitung, was man halt alles kombinieren kann und wie man es kombinieren kann. Und das ist das Schöne. Man kann also aus der Kiste S, M, L, XL kann man wählen und sich das so zusammenstellen. Ich zeige euch das mal. Kann man nicht sehen, ne? Das Licht ist hier wirklich schwierig. Kann man hier halt verschiedene Kombinationen zusammenbauen. Man kann aus der XL-Kiste oder aus der M-Kiste was mit der L-Kiste kombinieren. Das könnt ihr wirklich machen, wie ihr wollt. Das habe ich halt hier auch gemacht. Das sind zwei verschiedene Kisten. Das ist einmal die XL-Kiste und weil ich hier eine 80er Breite haben möchte, ist es dann die M-Kiste mit dabei. Also man kann es wirklich so variieren, dass alles passt. Jetzt fragt ihr euch, ja, hier ist ja jetzt keine Rückwand drin. Wie macht man das? Ganz einfach, weil es da für dieses Maß keine Rückwand gibt, weil das wäre dann halt eine Riesenkiste gewesen. Und da kann man einfach eine Gipskartonplatte hinten drauf schrauben. Also ich nehme dann praktisch die
die Nische. Ich bin nicht drauf gekommen. Ich nehme einfach die Nische nochmal ab und schraube auf der Rückseite eine Gipskartonplatte drauf, genauso wie diese Rückwände. Und dann ist die Sache erledigt. Das geht auch. Das könnt ihr auch machen. Und von daher, deswegen kann man halt so viel variieren. Das mache ich natürlich noch mit der Rückwand. Die muss natürlich drauf. Und da kommen dann auch noch LEDs rein und. Aber das sehen wir alles später. Das Beplanken machen wir natürlich auch noch zusammen. So, jetzt geht's weiter. Ihr seht, ich habe den Spiegelschrank jetzt wieder rausgenommen, weil wir ja vorher geguckt haben wegen den Höhen und alles. Und jetzt geht es darum, dass hinten eine Rückwand drauf muss. Der Spiegelschrank besteht jetzt aus den Nischenpaketen XL und L, also 80 Meter. Und die kann man kombinieren, das habe ich euch ja erklärt. Und es sind dann aber immer nur die Rückwände so klein, also so schmal, weil es ist halt aus mehreren Paketen zusammengefügt jetzt, dieser Schrank. Und es soll oder muss aber sein, dass die Rückwand eine geschlossene Fläche ist. Weil wenn man da Regalböden reinmacht und man macht jetzt hier die Rückwände, hat man ja einen Spalt und der wird auf jeden Fall reißen, so dass es optisch natürlich nicht schön aussieht. Und deswegen kann man die Rückwand ganz normal aus einer Gipskartonplatte, also hier nehme ich jetzt die GKI, also die grüne, Feuchtraum geeignet. Und die wird jetzt hinten drauf geschraubt. Um das richtig zu messen, kann man es natürlich entweder ganz normal messen, die Größe, Zollstock anlegen, oder man nimmt sich die Rückwände, die überbleiben, oder hier in diesem Fall jetzt eine, zeichne mir die an. Ich lasse jetzt ein bisschen Luft, damit ich das auch gut rausschneiden kann. Einmal hier anzeichnen. So, kippe die um, weil wir brauchen die ja zweimal, leg die genau an die Kante an, so, leg mir das hier bündig, ja, und zeichne mir das auch an. Und schneide mir das jetzt praktisch ganz normal aus und habe meine Rückwand. Weil das ist eigentlich ein Vorteil, wenn ihr das dann mit dieser Schablone macht, weil ihr genau den rechten Winkel habt. Weil diese Platte, die Rückwand ergibt halt auch gleichzeitig den rechten Winkel. Man kann es auch messen oder einen großen Winkel anhalten, aber so ist natürlich noch mal einfacher, weil die Platten genau auf den rechten Winkel geschnitten sind. Die Platte habe ich jetzt geschnitten und einmal gehobelt mit dem Saphonhobel. Habe mir jetzt unter die Nische, unter die Spiegelnische zwei Bretter drunter gemacht, damit halt die Vorderkante nicht so verkratzt. Die Stärke der Bretter, kommt jetzt, ist 19 mm. Dann legen wir die Platte drauf. So, und die passt schon wirklich richtig gut. So, und jetzt machen wir einfach mit dem Zollstock ringsrum 1 cm uns eine Markierung, damit wir mit den Schrauben, die wir gleich reinsetzen, auch nicht irgendwo daneben kommen. Also wenn wir dann in die Sichtseite reinkommen würden, wäre natürlich nicht gut. Dann müssten wir das Ganze auch wieder spachteln. Dann nehmen wir auch ganz normal die 35er Grobgewindeschrauben, die bei den Nischen dabei sind. Die können wir dafür auch ganz normal benutzen. Die Schraubenabstände sind immer 15 cm, wie halt auch bei den anderen Nischen. Dann mache ich das eigentlich immer ganz einfach. Ich setze mir eine Ecke genau an. Dann könnt ihr das mit dem Akkuschrauber oder mit dem Schnellbauschrauber machen. Ich mache es jetzt hier mit dem Schnellbauschrauber. Einmal. Dann die nächste Ecke. Und schön gerade schrauben.
So. Hier muss ich jetzt ein bisschen ziehen. Hoppala. So. Und dadurch, weil ich das jetzt so geschraubt habe, kriege ich hier automatisch den rechten Winkel hin. Weil die Platte ist jetzt rechtwinklig geschnitten. So. Ich zeige euch mal meine andere Seite. Wie gesagt, für manch einen ist es dann einfacher, Mengen mit dem Akkuschrauber zu schrauben. Oder wenn man geübt ist, kann man es dann auch mit dem Trockenbauschrauber machen. Dann circa alle 15 cm, wie ich schon gesagt habe. Ich mache mir hier für mein Auge einmal so ein, zwei Striche. Ihr könnt euch das aber auch genau anzeichnen, dass ihr da nicht zu groß oder zu klein werdet, von den Abständen her. So, hier seht ihr jetzt, die Platte ist drin hinten. Ich habe eine saubere Fläche. Wenn ihr jetzt zu weit am Rand schrauben solltet und das geht ein bisschen nach außen, dann könnt ihr die Schraube nochmal rausholen und neu setzen. Absolut kein Problem, weil das Material kann komplett ganz normal gespachtelt werden mit Knauf Uniflot, mit dem Imprägnierten. Und das ist absolut kein Problem. Dann anschließend schleifen und dann ist das weg. Braucht ihr euch gar keine Gedanken zu machen. Hier oben habe ich jetzt eine Konstruktion gebaut. Da sieht man das auch nochmal. Dirk, was hast du denn da gemacht? Weil die Kiste nur 18 cm tief ist und wir möchten aber hier oben 68er LED-Strahler rein haben, musste ich jetzt ein bisschen improvisieren. Normalerweise ist die Kiste ja viel tiefer und dann hätte man die schön reinsetzen können, sind aber genau über dem Profil, weil die Kiste halt nur, also die Nische nur 18 cm hat. Deswegen musste ich hier ausklinken, kann die Lampen jetzt trotzdem hier reinsetzen und anschließen. Also auch kein Problem. Man muss halt ein bisschen kreativ sein und mal ein bisschen überlegen, wie kann man es am besten machen. Ihr seht auch schon, der Elektriker war auch schon da, hat Verteilerdosen gesetzt. Für die ganzen Lampen, die hier reinkommen, für die Stecker, die hier reinkommen, alles schon vorgefertigt, vorgelegt, so dass ich das nachher nur noch anständig verteilen muss. Die Löcher für die kleinen Nischen, die werde ich gleich auch noch schneiden, so dass dann auch die Lampen eingebaut werden können, weil das muss ja vorher passieren, das Kabel muss vorher halt genau überall sitzen. Wenn die Wand zu ist, kommt man nicht mehr dran. Das ist auch wichtig, dass man das halt vorher macht. Ne? Also nicht vergessen, sonst habt ihr dann ein großes Problem. Ihr seht, die Nische habe ich jetzt auch hier schon eingeklipst, wie man es machen muss. Habe ich euch ja gezeigt. Ich habe hier wirklich, was ich auch eben gesagt habe, einmal ein bisschen schräg mit der Schraube gekommen und habe mir jetzt hier das Holz ein bisschen kaputt gemacht. Aber wie gesagt, bei diesen Nischen absolut kein Problem. Spachteln müssen wir sowieso hier die Fläche. Dann können wir hier auch einmal mit drüber ziehen. Ist bei den Nischen absolut egal. Ist absolut super gelöst. Ich habe mir jetzt hier den Laser aufgestellt. Habe mir die Oberkante meiner Nische hier geholt. Das ist ein Fixmaß. Das bleibt so. Und der Kunde möchte halt, dass die unteren Nischen alle auf einem Niveau sind. Und eine ist nachher ein bisschen höher, damit das ein bisschen lockerer aussieht. Das ist eigentlich die einzigste oder leichteste Methode mit dem Laser, sowas auszurichten. Man könnte jetzt hier auch einen Strich mit der Wasserwaage ziehen, gar keine Frage. Aber wenn man schon so einen Laser hat, dann kann man auch benutzen. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Man kann es halt ganz einfach in der Höhe schieben, wie man möchte. Dieses Profil, das C-Profil, habe ich unten und oben festgemacht, jeweils mit einer Blechschraube, also mit einer Verbinderschraube. Man könnte es auch krimpern, aber ich habe es so festgemacht. Ziehe die Kiste jetzt genau bis auf die Höhe von dem Laser. Erstmal die linke Seite. So.
machen. Stimmt 100% jetzt hier. Mache oben den auch fest. Und ihr seht schon, dass es hier runterhängt. Also muss ich jetzt hier einfach ein bisschen anheben, bis es stimmt. Und sie hängt. Und ihr müsst zuerst gucken, dass dieses Profil auch richtig steht, der richtige Abstand. Hier habe ich jetzt 11 cm und hier habe ich auch 11 cm. Ist natürlich so, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt es natürlich auch, keine Ahnung, 11 und 5. Aber ich wollte es jetzt hier gleich haben, deswegen habe ich das jetzt erst fixiert, dass es auch komplett im Lot steht, und überprüfe dann das Ganze. Ich habe hier so ein kleines Böckchen vom Bauherrn. Überprüfe dann das Ganze auch nochmal mit der Wasserwaage. Hundertprozentig, hundertprozentig. Und im Lot stimmt es auch ganz genau. Ja. So, dann nehme ich mir meinen Akkuschrauber. So, überprüfe nochmal, stimmt ganz genau, und habe dann immer einen Handschraubenzieher, Handschraubendreher, und gehe nochmal mit der Hand nach Gefühl, dass es auch fest ist. Weil wenn ihr einen Bit habt, der ein bisschen rund ist und der rutscht durch, so wie man das ja auch gehört hat, ist es natürlich schlecht, weil ihr kommt nachher an diese Schrauben nicht mehr dran. Ist klar, wenn es gespachtelt ist, dann hat sich das erledigt. Jetzt habe ich alles angezeichnet in den Nischen und da wird montiert so kleine LEDs. Ich zeige euch die mal. So sehen die dann aus. Ist hier eine Spannfeder. Das Loch wird gebohrt. Bei den Löchern, bei diesen Lampen, bei den LEDs, muss ich ein 26 mm Loch bohren. Und da bietet sich dann an, so einen Forstnerbohrer zu nehmen. Und der macht richtig saubere Löcher. Und ihr seht auch, was steht drauf? 26. Und damit geht das dann eigentlich optimal. Die Kabel, die jetzt hier verlegt worden sind, ist bei der Bestellung was schief gelaufen. Ihr denkt auch, Niedervoltkabel und 220er Leitung bzw. 230er ist falsch. Lassen wir jetzt aber so hängen. Der Elektriker sagt, macht nichts, das ist alles abgesichert. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Müssen jetzt neue Schlaufen legen. So ist das manchmal auf den Baustellen. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, sämtliche Sachen, falls mal irgendwas sein sollte, im Nachhinein noch anzuschließen, weil man halt weiß, da liegen noch überall Kabel. Ich habe mir das jetzt hier angezeichnet, weil wir ja auch nicht viel Platz haben. Ich jetzt hier durch diese 18 cm und halt ja der Konstruktion darüber. Deswegen können es auch nur so kleine Lämpchen sein und es sieht auch schön aus. Im Spiegelbereich haben wir ja die 68er LED und da ist das kein Problem. Aber hier müssen es dann schon ein bisschen kleiner sein. So, ich setze mal an. Das erste ist schon drin. Ihr seht, super saubere Löcher, keine Ausbrüche, gar nichts. Also das ist schon wirklich super, dass das so funktioniert. Der Rest wird natürlich ausgesaugt und dann passt das. Ja, ihr seht jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Ihr habt bestimmt jetzt die Frage, warum hast du hier die Platte geteilt? Warum ist da nur so Stücke? Die Platte, die ich hier verarbeite, ist 60 x 2 Meter. Man muss dann auch immer ein bisschen überlegen. Bis hier drunter laufen Fliesen komplett. Und
circa einen Zentimeter unter dieser Kante. Das ist bewusst gemacht, weil ich hier einen schönen Anschluss haben möchte. Wenn das jetzt hier gespachtelt ist und die Platte wird genau bis hier oben hingehen, müsste man hier eine Abschlussschiene setzen und man hat immer eine potenzielle Rissfuge. Das heißt, da ist dann oben drauf immer eine Fuge und das wollte ich umgehen, indem ich halt hier einen Zentimeter tiefer bleibe. Vom Boden sind wir jetzt hier auf 1,20 Meter ungefähr und es bleibt ein Rest von 1,5 Zentimeter bis zu der Kante. Und dann hat man halt eine Draufsicht, die kann man ausspritzen mit Silikon. Ich drehe mal ein bisschen die Lampe. So. Mit Silikon oder mit Acryl, je nachdem. Am besten Silikon ist halt Nassbereich oder Wasserbereich, Feuchtbereich. Und deswegen macht man das so. Ich habe halt mit einer 60er angefangen und der Rest bis hier drunter ist etwas über 60, circa 61. Ist blöd, aber ist so und deswegen habe ich jetzt eine Platte geteilt, habe halt hier die Hälfte einer Platte genommen und dann nochmal 31. Also hätte mir ein Zentimeter gefehlt bis zur Unterkante von dieser Nische. Da muss man halt immer manchmal ein bisschen abwägen und überlegen, wie überbrücke ich das. Dann ist es ganz wichtig bei den Nischen, wenn man das beplankt, dass man halt unter der Nische komplett durchgeht. Das sind wir ja komplett bis hier hinten hin, also komplett unten durch. Und hier zwischen kann man dann Teile setzen. Aber hier, das muss auch durchgehend sein, das seht ihr nachher. Also von da bis durch jetzt. Weil wenn man jetzt, das immer zu erklären, wenn man jetzt einfach hingehen würde und ich würde jetzt hier eine Platte gerade draufsetzen, dann ist hier an diesem Punkt nichts mehr, wo ich verschrauben kann und die Platte wäre nur hier befestigt, unter den Nischen oder über den Nischen. Das ist dann eine potenzielle Rissfuge und das wird definitiv reißen. Deswegen durchlaufen lassen, hier zum Beispiel auch durchlaufen lassen, hier oben auch durchlaufen lassen und das seht ihr aber nachher. Aber das nur mal so am Rand. Hier sind jetzt auch schon die Stecker und Schalter gebohrt. Das muss natürlich auch alles ganz genau stimmen. Die Aufteilung habe ich jetzt genau gemacht, mittig. Unter der Nische und hier genauso mittig unter der Nische. Mit speziellen Dosen kann man das auch in dem Bereich machen. Aber da fragt bitte besser den Elektriker, den ihr holt, dass der die Dosen verlegen kann. Und der sagt euch auch, welche Dosen ihr dafür nehmen könnt in dem Bereich. Dann noch eine Besonderheit. Hier seht ihr ein paar mehr Schrauben. Hier hinter sind Bretter. Weil hier kommen noch so Haken drauf geschraubt für das Brett als Auflage, wo das Waschbecken, Aufsatzwaschbecken drauf sitzt, wird dann hier links mit befestigt. Das heißt, da haben wir Auflage und hier hinten ist praktisch kein Gewicht, außer das Gewicht der Platte und des Beckens, weil da ist halt nur eine Scherkraft. Da kann nichts nach vorne weg, weil rechts ist dann auch noch eine Stütze, also ist alles safe. Ihr seht, es geht weiter. Hier jetzt nochmal. Ihr seht, hier habe ich das überbrückt. Ich nehme das nochmal raus. Hier das komplett überbrücken. Ich habe hier jetzt noch die Schwierigkeit. Wieder mal keine Idealvoraussetzungen. Ihr seht hier auf der rechten Seite bis zum Fenster. Ja, sieht man, ne? Hier hinten ist am Fenster, da haben sie damals Gipskarton drauf gemacht, aber leider sehr desolat. Ich gehe jetzt komplett mit der Platte durch bis zum Fenster und hinten klebe ich das auf dem Mauerwerk mit Perlfix. Und dann, das kann man so machen, also ich habe hier auch keine andere Möglichkeit. Das muss ich so machen, dass das durchläuft in einer Flucht natürlich. Hier kann ich schrauben, da kann ich kleben, da wird auch nichts passieren, also da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Auf jeden Fall wichtig ist, dass wirklich alles überbrückt wird. Ich habe mir jetzt alle Platten vorgeschnitten und kann jetzt klack, 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 alle draufsetzen und festschrauben. Perlfix habe ich mir angemacht und setze jetzt hier hinten die Batzen drauf.
so dass ich da die Platten auch richtig festkriege. Da hinten sind jetzt die Batzen drauf. Und hinter dieser Dämmung ist ein Fallrohr. Und deswegen hat man das damals gemacht. In den 90ern. So, ich setze meine erste Platte rein. Vorsichtig. Fixiere die direkt schon. So, jetzt nehme ich meine Wasserwaage und guck mal, ob das auch alles so in der Flucht ist. Gut. Ja. Sieht gut aus. Wir haben ja jetzt hier stumpf gestoßen gegen das Holz. Und jetzt wird einfach hier mit dem Messer eine Kante reingeschnitten. So muss das aussehen. Ihr könnt dann auch ein bisschen nachschneiden, falls es noch nicht genug ist. So komplett. Auch oben an den Stößen. Alles einmal anschneiden. Also hier kann komplett durchgeschnitten werden. So. So muss das dann aussehen. Und das müsst ihr an allen Fugen machen, die ihr überhaupt angepasst habt, geschnitten habt. Überall diese Kante rein. So muss das dann aussehen. Überall so anschneiden. Nach dem Anschneiden geht ihr dann mit einem Pinsel und Grundierung einmal über diese Schnittkanten. So, Freunde, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Das ist ja die Wandnische auf der WC-Seite. Ich habe euch das am Anfang des Videos erklärt, deswegen habe ich jetzt hier auch schon eine Platte dran gemacht. Die WC-Konsole muss immer doppelt beplankt werden. Also da gibt es gar kein Vertun. Da braucht ihr auch gar nicht mehr zu fragen, Dirk, kann ich die einfach, ist auch schön fest. Nein, immer doppelt. Ihr könnt die mit der normalen GKI, also mit der grünen Platte zweimal beplanken oder mit der Diamant zweimal. Das ist Voraussetzung. Ihr seht hier, weil die Konsole bzw. die Wandnische, das wird einmal beplankt und der WC-Kasten wird zweimal beplankt. Deswegen habe ich jetzt hier einen Versatz gemacht, die erste Beplankung drauf gemacht, dann die Konstruktion gestellt für die Wandnische, bündig mit der ersten Beplankung und kann jetzt mit der zweiten Beplankung komplett drüber gehen, so wie ihr das hier auch seht. Und dann ist das gar kein Problem. Dasselbe Prinzip wie auf der anderen Seite ist natürlich hier auch. Wir haben hier oben unsere Querkonsole gemacht, oben drüber und unten drunter, um zu verlängern, dass wir die 50 cm einhalten können. Hier ist es genau 2 Meter. Mehr Glück kann man gar nicht haben. Hier habe ich jetzt auch schon die Platte vorbereitet mit dem Ausschnitt. Hab das jetzt so gemessen, dass ich einen Versatz habe. Der Versatz muss immer gegeben sein. Ihr seht, hier ist der Versatz, dass hier nicht gleich die Platte mit dieser abschließt, sonst hätte ich die ja genauso übernehmen können. Aber dann wäre ich hier genau hingekommen, das ist eine potenzielle Rissfuge, das können wir nicht machen. Deswegen ein Versatz und dann klappt das auch. An der Fabrikkante brauche ich natürlich später nicht einzuschneiden wie auf der anderen Seite. Das ist wirklich nur, wenn jetzt hier eine gerade Kante, eine Schnittkante wäre. Da müssen wir sie schräg wegschneiden. Ja, soweit haben wir jetzt alles zu.
Jetzt geht es auch an Spachteln. Die Schnittkanten sollten alle 45 Grad angeschnitten werden. 45 Grad kann man nur schätzen, aber ist so die Faustregel. Aber schräg anschneiden auf jeden Fall und dann ist gut. Die ganzen Flächen müssen natürlich grundiert werden, das heißt alle Schnittkanten. Dann braucht ihr zum Verspachteln natürlich etwas Sicherheit von dem Übergang von der Nische zur Gipskartonplatte. Und das macht man dann mit dem Knauf-Kurtband. Ihr habt ja hier diese Ausbuchtungen von dem Holz, das ist genau vorgegeben. Und genauso lang müsst ihr auch dieses Kurtband schneiden. Das heißt also, ihr legt das hier in die Kante ein. So. Könnt euch dann euer Cuttermesser nehmen und schneidet genau da lang. Also passt jetzt hier genau in diese Fuge rein und wird so eingespachtelt. Das Band wird hier draufgelegt und oben ist dann dieselbe Kante und da wird es dann abgeschnitten. Dasselbe ist auch hier. Hier laufen wir natürlich durch. Ne? Da ist diese Kante wieder und da muss unser Band dann anschließend drin laufen. Grundiert ist jetzt alles und wir können jetzt dann auch anfangen zu spachteln. Ich nehme natürlich hier, also das Grundieren brauche ich euch nicht zu zeigen, ich denke mal, das klappt. Ich nehme jetzt hier natürlich den imprägnierten Spachtel von Knauf, Feuchtraum. Hier hängt das Waschbecken, also sollte dann schon natürlich auch dementsprechend gespachtelt werden mit dem richtigen Material. Ihr braucht eigentlich nur hier so aufzutragen, wie ich das jetzt hier mache. Hoch, da ist mein Flatschen runtergefallen. So. Nehme jetzt dann mein Kurtband und setze das einfach hier rein. Schön übers Holz und auf den Gipskarton. Nimm noch ein bisschen Spachtel mit. Die andere Seite mache ich jetzt auch direkt. Ihr seht, hier das ist jetzt auch drin. Bisschen andrücken. Ja, man könnte sich das theoretisch auch beschriften, damit man da auch nicht durcheinander kommt. Und das ist jetzt schon gut eingebettet, so dass da wirklich nichts mehr passieren kann. Und so könnt ihr euch jetzt Stück für Stück vorarbeiten, dass das alles klappt. In den Nischen jetzt ganz normal die Löcher, die Schrauben, alles mit dem Uniflott verspachteln könnt. Da sind ja die Schraublöcher, wo die dicken Schrauben durch sind oder durchgeschraubt worden sind, die Halterungen. Ganz normal mit dem Uniflott. Spachteln. Das könnt ihr dann entweder mit so einem Japan-Spachtel oder wenn ihr ein bisschen geübt seid, halt auch hiermit. Die halbe Stunde ist vorbei. Das ist jetzt schon ziemlich gut angetrocknet. Ja, ist noch dreckige Hände. Und dann geht ihr einfach mit eurem Glätter vorsichtig so darüber. Aber wirklich vorsichtig. Nicht, dass ihr die Pappe kaputt kratzt. Die Pappe, sage ich schon. Das Kurtband. So. Ah, ich zeige euch das jetzt gleich. Was da runterkommt. Schön
vollflächig auflegen und vorsichtig runterkratzen. Guck mal, was da alles noch runterkommt. Und das ist alles überflüssig, das brauchen wir nicht. Ja, ihr habt gesehen jetzt, wie die erste Spachtelung geht. Ich spachtel das jetzt noch dreimal. Und damit das wirklich eine super schöne Fläche wird, dann wird natürlich anschließend geschliffen. Dann ist es euch überlassen, was ihr natürlich da macht, ob ihr streicht oder sonst irgendwas. Aber ich spachtel das jetzt erstmal fertig, die Fläche, und wir gucken uns die dann nochmal zusammen an. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Geschliffen ist auch ganz sauber. Wie das weitere Vorgehen ist, wie ihr das beschichten wollt, was ihr da machen wollt, ist natürlich euch überlassen. Also ich könnte jetzt hier, also bis hierhin wird jetzt gefliest, das habe ich euch gesagt, habe hier so einen Zentimeter Luft, dass ich die Kante auch schön ausspritzen kann. Oberhalb wird alles weiß gestrichen, so dass es auch ein schöner Kontrast ist zu den Fliesen, die werden so beige. Nochmal zu diesem Konzept von Knauf mit diesen Wandnischen. Die kann man also für alles nehmen. Also ich habe ja schon mal ein Video gemacht mit einem Drempel, Kniestock, wo ich so Nischen reingemacht habe. Jetzt im Badezimmer, ihr könnt das für alles nehmen. Ihr könnt das für die Küche nehmen. Ihr könnt das fürs Wohnzimmer nehmen. Auf jeden Fall kann man dieses Wandnischensystem für alles verwenden. Ich könnte jetzt auch diese Wandnischen befliesen. Ganz normal mit Fliesen, ist aber jetzt hier nicht gewünscht. Um euch das jetzt zu zeigen, was man, wie man die Farbgestaltung machen kann, könnt ihr euch natürlich selber überlegen, gar keine Frage. Aber das wird dann jetzt auch zu lang werden mit dem Video. Also hier werden jetzt noch die Wände befliest, der Boden wird gefliest, die Dusche, halt all sowas. Das ist jetzt nochmal die Nische auf der anderen Seite. Hier kommt ja das WC hin und hier oben sind dann auch LED-Strahler drin, so dass das hier alles schön beleuchtet werden kann in einem dezenten Licht. Wenn ihr diese Lampen macht, nur noch als Tipp, nehmt wirklich eine ganz wenig Wattzahl. Also 1,5, 2 Watt in LED ist für diese Nischen absolut ausreichend. Weil es soll ja keine Helligkeit geben, es soll halt nur zur Optik schön aussehen. Und das ist dann ein warm weißes, schönes Licht, was dann hier durch die Nischen rausgetragen wird. Und das sieht dann schon klasse aus. Es wäre auch schön, zum Beispiel auf Instagram, wenn ihr dann Bilder schicken könntet. Wie habt ihr das gemacht? Wie sieht das aus? Das ist dann schon ganz klasse. So, Handwerker, es ist vollbracht. Ihr seht, es ist fertig. Man sieht jetzt leider die Beleuchtung nicht so wirklich, aber ihr könnt sie überall erkennen, weil wir haben ja hier das Glasdach und war ein bisschen schwer, auch durch die Wärme. Ja, ihr seht, das passt alles super. Die Glasböden kann ich auch mal verlinken unten drunter, wo ihr das bestellen könnt. Oder den Spiegel auch, das ist ein Kristallspiegel. Hier in den oder auf den Ablagen kommt noch jeweils Holz drauf, das gleiche Holz, was auch hier am Waschbecken ist. Und ja, dem Kunden gefällt es absolut super, vor allen Dingen, wenn es dann dunkel ist und das Licht leuchtet in den Nischen. Das sieht wirklich ganz klasse aus. Es hat alles super gepasst, die Glasböden auf die Breite gekauft, reingeschoben, fertig. Also wirklich absolut super. Und ihr seht, das ist wirklich ein ganz tolles Bad geworden. Die andere Seite zeige ich euch auch noch gleich. Und mehr kann man nicht erreichen. Also wenn der Kunde dann glücklich ist und sagt, Mensch, super. Und man kann ja auch wirklich was reinstellen, weil es halt auch Holz ist. Ist es natürlich umso besser, dass alles wirklich stabil ist. Ja, ich zeige euch mal den Rest hier. Hier seht ihr jetzt die Wandnische. Da habt ihr auch die LED-Beleuchtung. Die Wandnische am WC ist genauso, also auch eine super Fläche. Hier könnte man auch einen Regalboden reinmachen aus Glas oder aus Holz. Man kann hier jetzt Accessoires reinstellen. Also das ist wirklich eine klasse Sache. Hier ist eine freistehende Badewanne. Das rundet natürlich das Konzept komplett ab hier. Es ist noch nicht ganz fertig, wie gesagt. Hier kommen jetzt noch
Holzplatten drauf, wie, also so Fensterbänke, da auch. Hier natürlich auch, wie ich schon gesagt habe. Dann die freistehende Badewanne, schönes Becken, schöne Holzablage. Die Dusche ist auch klasse geworden. Habe ich klasse gemacht. Ja, da seht ihr mal, was man alles schaffen kann, was man alles machen kann. Und das ist für euch auch kein Problem. Mit dem richtigen Material ist das alles zu schaffen. Ihr seht's. Dann hoffe ich euch, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Also mir gefällt es super. Sieht richtig klasse aus mittlerweile hier. Und ja, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss, euer Dirk.